noch anschaubar sein, aber es darf natürlich auch nicht mehrere Stunden am Tag kosten. Dass man den ganzen Tag nur noch rendert und hochlädt. So, Dreck haben wir, Wasser haben wir. Ich mache aus Faulheit die Wasserquelle erstmal hier hin. Wasser mit rausnehmen. Hier könnte ich noch eine Hintertür, ein Hintertürchen hinbasteln. Ich mache noch eine zweite Workbench für die andere Seite des Hauses. Ja, ich bin teilweise echt faul. Was haben wir offen am Tage? So. Pistons, da waren wir stehen geblieben. Tue ich das mal hier rein, was wir dafür brauchen. Wo ist eigentlich mein anderer Stein? Ich hätte doch 8 Steine gemacht. Verstehe ich jetzt nicht. Ich wollte hier 8 Pistons machen. Ach, dafür brauche ich aber keinen Stein. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wofür wir den Stein brauchten. Okay. So war das, glaube ich. Nope. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mist. Pulverizer. Kann man auch einen Hammer und Schlüssel erstmal am Anfang machen. Ach ja, da habe ich auch überhaupt nicht dran gedacht. Dann hätten wir doch zwei Erze, glaube ich, rauskriegen können. Da geht es halt schnell kaputt. Stimmt. Zwei Flints. Zwei Kupfer. Hole ich mir erstmal. Ich schon mal hier rein. Dann ein Gold, zwei Redstone. Nach der Gold haben wir noch gar nicht geschmolzen. Verdammt. Soll ich nicht in die Hotbar reinpacken? Kohle. Ein Gold brauche ich hier nur erstmal. Redstone, haben wir das. Maschinenrahmen. Ein Gold, vier Glas, vier Eisen. Ja, Glas kriegen wir, indem wir Kaus. Nein. Wie war das nochmal? Da kriegen wir dann wieder Smoothstone raus. Sand, genau, ja, klar, Sand. Aber Cobblestone können wir im Pulverizer zu Sand machen auch. Und haben dann durch den Cobblestone Generator kriegen wir unendlich Cobblestone, dann kriegen wir im Endeffekt auch unendlich Glas. Wir müssen halt nur irgendwie einen Brennstoff verwenden. Also nicht ganz unendlich. Ich hätte doch Sand. Sand. Hast du Sand da? Brauchen wir eh für Fenster und für andere Sachen noch Glas. Genau, Maschinenframe. Könnte ich eigentlich auch direkt mehrere machen. Für andere Maschinen. Die? 8 Stück. Dann brauchen wir 32 Eisen. Autsch. Mache ich doch erstmal noch 4.
16 Glas brauchen wir dann. Genau, 2 Glas brauchen wir noch. Zack. Haben wir 4 Machine Frames hier. Redstone Reception Call. Zack, 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 zack. Und da haben wir unsere erste Maschine. Ja, ich bin ja doof. Ich wollte ja Rubber Trees anpflanzen. Damit die schon mal wachsen können. Wachset und gedeiht. Bisschen begradigen. Obwohl, wäre auch ganz cool. Fällt mir gerade ein, wenn ich die Bäume ein bisschen höher setze, aber ich pflanze die mal. Liegt die trotzdem mal tiefer. Also ist die Erde dann sich hier die Blöcke wegmachen, da die Erde dann reinsetze. Oder mache ich die Trees da hinten hin? Ja, ich glaube, ich setze die hier hin. Ach nee, schön nah dran. Zweiten, glaube ich. Oh, was hier der dritte? Nochmal jeden dritten. Sieht natürlich doof aus mit den Steinen hier. Wenn ich jeden dritten mache, dann fange ich auch am besten hier an. Jetzt geht's los. Jetzt machen wir mal endlich hier was und laufen nicht die ganze Zeit nur rum. Nein, Zeug. Ach, ich bin doch doof. Ich dachte gerade, das wären schon 2 gewesen. Dann war das nur einer Abstand. Ja, diese Red Rock Steine kann ich nachher auch wieder zu diesen Smooth Red Rock brennen. Das müssen wir dann später ausbessern. Die Betonung war gerade falsch. Die Betonung sollte auf Beta liegen und nicht auf Ausrüstung. 3. Ach, wir haben ja nur 9. Aber es werden auch noch mehr. Hä? Ja, schon wieder. Bin verwirrt. Wie immer. Hä? Da. Taste wird gesucht. Zwei, drei, vier, acht. Also, was hat noch? Ich mach schon mal. Moment, habe ich jetzt immer. Ich habe hier nur 2 gelassen. Ich war schon wieder verwirrt. Weil ich ja 3 gesagt habe, wegen 1, 2, 3. Für was entscheide ich mich denn jetzt? Hier habe ich auch 3 Platz. Also muss ich da auch 3 Platz lassen. Mache ich einfach jetzt hier hin. Mal noch ein bisschen näher. Ja, ich berechne das halt nicht alles immer so und gucke dann ganz genau hin. Ich korrigiere das dann einfach noch lieber, dass
Das finde ich weniger anstrengend insgesamt. Ich weiß nicht, wie ihr das so machen würdet. Was ihr einfacher findet. Ich mache einfach mal ganz gerne immer drauf los. Irgendwie. Und es wird schon wieder dunkel. Ich pflanze hier eben noch kurz rein. Ich möchte mal hier hinten erst. Ich mache vorne. Knochen habe ich jetzt glaube ich nicht eingesammelt von Skeletons. Das könnte ich zu Knochenmehl machen und dann würden die haben die Bäume eine Chance, wenn ich damit rechts klicke, dass sie sofort wachsen. Und von hinten noch Fackeln hin. Ja, meine Maus spinnt gerade ein bisschen. Und Schlafenszeit. Also schnell wachsen wir auf jeden Fall nicht. Ja, kommen wir erstmal weiter uns den Maschinen widmen. Das sind halt erstmal die ganzen Basics. Jetzt haben wir einen Pulverizer. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Maschine, die das befeuert mit Energie. Wie machen wir das denn jetzt? Na, wofür brauchen wir erstmal einen Generator? Das ist die Basic-Maschine, um Energie zu erzeugen. Dafür nehmen wir einen Furnace, einen Maschinenblock und eine Rechargeable Battery. Maschinenblock ist 8 raffineriertes Eisen. Ich glaube, dann nehmen wir doch lieber das. Da brauchen wir nur 3 raffineriertes Eisen und das restliche Eisen ist dann nicht raffineriert. Weil das müssen wir dann brennen. Das Eisen. Wir müssen uns noch raffinerieren. Also nochmal schmelzen sozusagen. Wo habe ich denn jetzt mein Eisen hin? Ist das hier drin? Ja. So wenig nur noch. 3, dann mache ich mal. Ich nehme mal hier einen weg, brauchen eh nicht so viele. Aber das. E-Batterie ist glaube ich etwas komplizierter oder nerviger. Dafür braucht man nämlich glaube ich Rubber. Genau, man kann das Rezept hier irgendwie nicht angucken bei der Batterie. Warum auch immer. Schade. Rezept. Ah, geil. Ja, Kupferkabel brauchen wir. 2 Redstone. Das können wir noch nicht machen. Und 14. Ich würde auch gerne mal direkt mehrere Batterien machen. Ich brauche Zinn, Redstone, Kupfer und Rubber. Dann könnte ich die Sticky Raisins schon mal machen. Die müssen am Anfang schmelzen. Und später können wir die extrahieren. Kriegen wir nämlich 3 Stück raus. Aber ein Extractor braucht halt erstmal Energie. Wir müssen erstmal einen Generator machen, um Energie zu bekommen. Aber wir müssen nicht unbedingt einen Generator machen. Es gibt auch noch andere Wege. Die weiß ich gerade aber alle nicht mehr. Also für die nächste Folge informiere ich mich dann auch mal auf jeden Fall, damit das auch was effizienter und zügiger weitergeht. Und nicht auch nicht die ganze Zeit überlegen muss. Ja. Das ist schon wieder das, was ich machen wollte. Kupfer brauchen wir. Kupfer können wir mal ein bisschen brennen. Better than Iron. Burn the Copper. Rubber, genau. Wir hatten ja schon ein paar Sticky Raisins.
Ach, wir haben ja noch Kupfer. Von diesem anderen Kupfer. Ja, ich verschwinde aber sonst die Kohle hier. Ich mach erstmal zwei Batterien, weil wir das Kupferkabel noch für andere Sachen, glaube ich, brauchen. Sechs Rubber. Ah Mist, wir kriegen 11 statt 12. Schade. Ich nehme mal 6 Kabel raus. Aber immerhin schon mal ein Start. 6 Kabel, unser Achievement Energy Flow. Die Kabel kann man noch anbauen. Das sehen wir dann später. Es ruckelt gerade. Die können wir auch so noch abbauen. Andere Kabel kann man nicht mehr so abbauen. Gut. Batterie. 4 Refined Eisen, 2 Redstone. Ach, dafür brauchen wir auch Refined Iron. Ne, Zinn. Ich dachte gerade noch, weil es hier so anders aussah. Brauchen wir nur Zinn für. Was brauchen wir jetzt nochmal? Schnell vergessen. Ach ja, Kupferkabel. Und da haben wir zwei Batterien. Juhu! Sieht man auch, dass sie. Es hat eine rechargeable Batterie, die hält 10.000 Energieeinheiten. Energy Units. Natürlich erstmal leer. Ich will erstmal hier rein. Genau, am besten brauche ich noch eine Kiste mit Produkten. Oder wie ich es nenne. Also Sachen, die ich halt schon gebaut habe, aber noch nicht die Endprodukte darstellen. Wie nennt man das nochmal? Zwischenprodukte oder so. Ich muss mir meine anderen Singleplayer-Welten noch angucken, wie ich das da alles nochmal gelöst hatte. Mich davon nochmal inspirieren lassen. Das ist echt schon eine lange Zeit her. Also wir brauchen erstmal einen Generator. Jetzt haben wir die Batterie, wir haben das Ding, wir haben Refined Iron. Finde ich ganz cool, dass das mit so einem Iron Furnace gemacht ist. Und jetzt haben wir den Generator. Suitable Power. Ich weiß noch nicht, wo wir den hinsetzen. Ich habe ja alles so mittendrin. Ich glaube, ich pack das mal. Ich kann mich immer so schlecht entscheiden. Ich nehme auf jeden Fall die Kisten. Hier haben wir das Wasser. Hier können wir eigentlich eine ganze Leiste voller Maschinen machen. Irgendwie finde ich das schöner, das hier zu machen, weil wir hier schon unsere Anfangssachen hatten. So aus quasi traditionellen Gründen schon. Aber ich mache jetzt. Ich breche jetzt die Tradition. Und pack das hier hin. Aber sollte man vielleicht ein bisschen schlauer machen. Wir müssen die Kabel und alles verlegen. Wie machen wir das am besten? Ist doof mit dem Mikroblocks jetzt. Kann ich die Kabel nicht dahinter verlegen. Können wir höchstens unten drunter verlegen. Ist aber besser, wenn ich dann hier die Maschinen hinmache. Hier können wir jetzt Kohle reintun und dann lädt sich dieser Balken mit Energie auf. Ist halt so ein Zwischenspeicher, nur keine richtige Batteriespeicher. Das ist das, was wir jetzt als nächstes machen, eine Battery Box. Das ist leider von anderen Mod, das ist das Falsche. Das heißt irgendwie anders. Bad Box, genau. Oh, dafür brauchen wir drei Batterien. Da müssen wir noch zwei machen. Kriegen wir hin? Ja, kriegen wir. Das brauchen wir nochmal. Dafür sind halt diese Rezepte ganz gut. Wir müssen halt nicht jedes Mal nachgucken. Zinn, 18 und 4 Redstone. Huch.
Gut. Pack, pack, pack. Box. Fünfmal Holz und ein Kupferkabel. Kommen wir gerade noch so hin mit den ganzen Sachen. Eine Bedbox. Stash it. Ich liebe die Achievements irgendwie. Aber ich finde die cool zumindest. So. Die hat einen Output von 32 EU pro Tick und der Generator mit 8 EU pro Tick. Müssen wir darauf achten, dass die Maschinen auch nur so viel Spannung ist, was glaube ich. Spannung aushalten. Und. Ne, ist glaube ich Stromstärke. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ob die so viel aushalten und. Und auch, ob die mit. Also manche laufen auch nur ab 32, also nicht mit den 8 von dem Generator. Aber mit 32 laufen auf jeden Fall alle Anfangsmaschinen, deswegen werde ich halt alles erstmal in die Batteriebox reinpacken. Ich weiß noch nicht gerade, wo ich die hinsetze dahinter. Könnte ich eigentlich machen. Ich muss mal kurz gucken. Genau, da ein Anschluss. Nur da ein Anschluss. Ich glaube, dann können wir die. Das ist glaube ich das Output. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen Wrench. Ein Schrauben. Wie heißt es auf Deutsch? Schraubenschlüssel. Das war dieser. Damit wir es abbauen können. 6 Bronze, sonst geht er einfach kaputt. Bronze. Wie machen wir den Bronze? Hier. Ach genau, das kann ich. Kann ich mein Bronzezeug einschmelzen? Was ist denn das? Schmelze ich trotzdem mal eben ein. Kohle, Kohle, Kohle. Was? Nur so wenig Kohle? Weil wir nicht lange Energie haben. Gut. Nicht, dass ich hier nicht verschwende. Du hast noch drei verschiedene Kupfer. Ach nee, das ist ja schon Bronze, genau. So, wie brauche ich nochmal Bronze? Ein Zinn, drei Kupfer. Fünf brauchten wir. Nein, sechs. Das ist ein ineffizientes Rezept. Es gibt auch noch andere Rezepte für Kupfer. Oder für Bronze. Ach, falsch geklickt. Gucken wir mal. Genau, hier kriegen wir zwei raus, wenn wir das in einen Alloy-Smelter reintun. Den müssen wir aber erstmal bauen. Wir haben ja noch nicht mal die Basics. So. Jetzt geht's mit dem Schraubenschlüssel los. Wir brauchen auf jeden Fall bald auch das Jetpack. So, ich wollte das hier hinpacken. Jetzt füllt es sich auch. Hier Output, 32 EU per Tick. Und 40.000 hält das Ding. Und hier geht's dann auch runter. Dann haben wir das hier schon mal gespeichert. Und hier oben kann ich ja noch Batterien aufladen zum Beispiel. Oder mein Jetpack. Wir brauchen auch Kupferkabel, um die halt hier zu verlegen für die anderen Maschinen, die ich dann hier hinpacken werde und noch hier so draufpacken werde. Ich kann ja mal erstmal noch so ein paar Kohle da reinpacken. Das aufzuladen. 4000 gibt eine Kohle, ja. Dann hätten wir 9 Kohle insgesamt. 40.000. Dann kriegen wir noch eine rein, nur das komplett voll, die Batterie. Erstmal schlafen. Ah, da haben wir unsere Rubber Trees. Sehr gut. Jo. Dann baue ich mir doch mal einen neuen Tree Tab.
Aber eigentlich müsste der Alte ja auch noch da sein. Ha. Aber zwei brauchen wir, glaube ich, eh. Ach, wie war das nochmal? Nein. Moment, ich versuche mich zu erinnern. Tree Tap. Nicht immer alles direkt nachschauen. So, ich hau mal hier die Blätter weg. Da oben könnten nämlich auch noch Zapfstellen, sage ich mal, sein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das alles viel zu schnell mache hier, dass die Leute irgendwie nicht. Ja, mitkommen wahrscheinlich schon, ist ja nicht so kompliziert, aber dass das sich nicht mehr ja gemütlich anfühlt. Sollte ja auch eigentlich ein bisschen gemütlich sein, wenn man sich sowas anschaut, um runterzukommen. Ja, eigentlich je nachdem. Ist halt bei jedem auch anders. Dann kriegen wir diese ganzen Sticky Raisins hier schon mit. Und können die dann einschmelzen. Deswegen, die nächste Maschine, die wir brauchen, ist dann dieser Extractor, damit wir drei Rubber rauskriegen. Aus einem Sticky Raisin. String braucht es doch, oder? Oh, schaut auf Minion hier wirklich. Okay. Und die neuen Setzlinge, die dann runterkommen, können wir dann auch direkt einpflanzen. Sechs neue Setzlinge, sehr gut. Kartoffelfeld müsste ich auch mal machen. Die Anzahl von Bäumen müsste am Anfang auch erstmal reichen. Jo. Dann werde ich mal eben kurz ein Kartoffelfeld anlegen. Das kann man hier hinten machen. Ich baue einfach das los, wie immer. Überlegen ist halt anstrengend. Aber manchmal überlege ich dann auch natürlich. So, ich überlege halt nur dann, wenn es sich auch wirklich lohnt. Deswegen, was ich jetzt auch gar nicht schaffe, auf alles von Minecraft so speziell einzugehen, so viel Geduld kann man mir dann, glaube ich, auch nicht abverlangen, dass ich dann für die Leute, die das halt gar nicht kennen, dann auf alles so direkt eingehe. Zum Beispiel, dass hier das Wasser, dass das unendlich werden kann und so. Ich will auch ein bisschen vorankommen. Vizibeast ist halt schon so ein ja, erweitertes, fortgeschritteneres Modpack. Aber ich hoffe, dass das trotzdem ganz okay ist, sich das halt anzuschauen als Neueinsteiger, sage ich mal. Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt halt Wasser natürlich für unser Feld. Ist dann einfach dauerbewässert, damit wir halt nicht gießen oder sowas. Ach ja, wir brauchen eine Hoe. Das war nicht Sense. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Sichel, genau. Das Feld zu umzugraben oder anzugraben oder wie man es nennt, zu lockern. Ich mache jetzt einfach eine aus Stein. Warum nicht, ne? Aber eine Stone Hoe. Time to farm. Oh yes. Hack, hack.
Hier. Ach, ich mag das. Typisch Minecraft. Irgendwas anbauen. Ach, die haben wir ja alle schon gekocht. Oh nein. Hab ich jetzt alle, wirklich alle gekocht? Ich glaube schon. Nein. Kartoffeln ist doch das Beste. Scheibenkleister. Dann müssen wir doch Weizen anbauen. Oh nee. Enthält doch Gluten. Ich will Kartoffeln. Am besten noch süße Kartoffeln, kann man roh essen. Ja. Mist. Ich habe ein Korn. Mais ist auch glutenfrei. Dann baue ich jetzt ein Korn an und warte, bis sich das vermehrt. Mais ist auch. Die ganzen kenianischen Marathonläufer ernähren sich hauptsächlich von Korn, also von Mais. Sogenanntes Ugali. Letztens erfahren. Und den Rest ernähren sich von Weizen, Früchte und Gemüse. Also viele, also hauptsächlich viele Kenianer essen natürlich auch noch oder supplementieren, besser gesagt, Eier und Fleisch und sowas. Also es gibt auch vegane und auch rohköstliche Marathonläufer und auch welche, die extrem schnell sind, 2 Stunden 30 ohne Drogen. Und der Weltrekord ist irgendwie um die 2 Stunden 4, 2 Stunden 5, glaube ich, Marathon. Und man sagt, dass man mit Drogen nochmal so 15, circa 15% schneller werden kann. Und 15% von 2 Stunden 30 sind 22,5 Minuten. Das heißt, er könnte 2 Stunden 7,5 ungefähr laufen, knapp über dem Weltrekord, wenn der dopen würde. Also dopen ist halt nicht einfach nur ein bisschen Testosteron, das sind dann 8, 9 verschiedene Mittel, die sich regelmäßig reinpfeifen. Und ein veganer Rohköstler oder fast Rohköstler, auf jeden Fall Low Fat und High Carb, das ist das Wichtige. Und überwiegend Rohkost, das ist halt diese 80-10-10 Diät, der läuft 2 Stunden 15 schon auf dem Marathon. Da bin ich, weiß aber nicht, ob der dopt, wahrscheinlich. Dann müssten die halt auch, um ihr Überleben zu sichern und ein bisschen Geld reinzukriegen. Deswegen machen die das ja. Rennen sozusagen um ihr Leben. So, was wollte ich jetzt? Korn habe ich gerade gemacht. Genau, ich habe jetzt hier Mr. Sticky Raisins. Und jetzt haben wir hier eine volle Bedbox. Wenn ich abbauen würde, wäre die leer wieder. Fällt mir gerade ein bisschen schwer, mich zu konzentrieren. Ich nehme jetzt auch relativ lange schon auf. Ich wollte einen Extraktor machen. Genau. 4 Tree Tabs, ein Sursuit und Machine Block. Dann mache ich doch erstmal ein Electric Furnace, der ist elementarer. Glaube ich. Iron Furnace. Obwohl, ne, dafür brauchen wir ja wieder Kupferkabel. Dann mache ich doch einen Extraktor. Und raffineriere 6 Eisen. Ich mache schon mal 4 Tree Taps. Die sind echt rohstoffaufwendig, diese Tree Taps. Ah, ich lasse erstmal hier dran. Dann brauchen wir einen. Ach du Scheiße, das ist unser Hund. Der Hund weckt mich auch oft auf. Dann brauchen wir auch einen Schaltkreis. Dafür brauchen wir 6 Kupferkabel. Und wie viel. Genau, dann brauchen wir noch einen Rubber. Das kriegen wir eben noch hin. Das ist dann hier ein. Brauche ich denn jetzt Sticky Raisins? Oh. Eins können wir opfern. Müde. Aber egal. So. 6 Stück.
3 Kupfer, haben wir 6 neue Kabels. Zum Glück habe ich auch so viel Festplattenplatz, sonst müsste ich mir die ganze Zeit Sorgen machen, dass ich die Festplatte hier voll mache. Unseren ersten Schaltkreis bauen. Ein raffineriertes Eisen, 2 Redstone. Ist unser Eisen auch schon weg, ne? Ich dachte, wir hätten mehr Eisen gesammelt, so 2 Stacks. Aber haben wir schon wirklich so viel verbraucht. Wir müssen ja eh noch mal nach Diamanten suchen. Ach, wir brauchen ja eh 8 Eisen für einen Maschinenblock, also brauchen wir noch 3 raffinerierte Eisen. Refined Iron. Extreme Melter. Ding. Ach, hat gerade gereicht. Die Kohle noch. Für die 3 Eisen. Ich werde jetzt mal nicht schlafen die Nacht. Ich habe ja eh überall Fackeln aufgestellt. Pöck. Bisschen geht noch. Redstone. Ach, das ist ja unser Hund. Der will, glaube ich, irgendwas. Moment. Jetzt muss das hier wahrscheinlich auch noch schneiden wieder. Finde ich doch alles nicht mehr. Electronic Circuit haben wir. Damit kann man kann auch 2 auf einmal herstellen. Mit Elektrum. Ich lasse das dann erstmal. Das wird jetzt zwar nicht angezeigt irgendwie, aber es funktioniert trotzdem noch. Kann ich denn einfach Elektrum machen? Brauchen wir Elektrum Dust? Hier. Gold und Silber. Das mache ich mal kurz. Gold haben wir. Silber habe ich. Ach, für den ersten mache ich das mal nicht, weil das muss ich dann ja sowieso wieder pulverisieren. Den Pulverizer habe ich ja noch gar nicht aufgestellt. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, ein Enderman. Der hat mich, glaube ich, gesehen. Ach, das doch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, womit ich einen Pulverizer am besten feuer. Ich guck mal kurz nach. Ah, doch, jetzt weiß ich es wieder. Entweder Combustion Engine. Hobby Steam Engine. Electrical Engine. Ist unser Hund schon wieder da? Ich glaube, der will raus. Hund will nur Leckerli haben. Gibt's genug. Oder hat er nichts mehr zu essen? Thank you.
Jupp, jupp. Der Hund muss mal kurz raus. Ich habe mir mal kurz noch ein Glas Wasser geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das weggeschnitten habe. Wenn nicht, dann tut mir leid. Wasser trinken. Ich mache mal direkt eine Electrical Engine. Wir hätten den Generator noch gar nicht gebraucht. Das war dann dieser andere Weg, den ich angesprochen hatte, der mir nicht eingefallen ist. Und die Bedbox hätten wir auch nicht gebraucht. Nicht unbedingt zumindest. Zumindest. Hätten wir nämlich eine Combustion. Ich glaube, die war es, die Combustion Engine bauen können. Da dann Kohle rein für Energie. Und die hätte dann den Pulverizer befeuert. Und das ist halt eine andere Mod. Und da gibt es, glaube ich, da gibt es auch andere Maschinen, die zum Beispiel im Electric Furnace entsprechen. Smelter oder so. Induction, genau, der Induction Smelter. Baue ich dann auch alles nachher noch. Aber ich baue jetzt erstmal eine Electrical Engine, um den Pulverizer zu befeuern. Dann habe ich sozusagen alles. Hier ist auch der Jetpack, das baue ich gleich. Dann habe ich sozusagen alles in einem, dann habe ich nicht verschiedene Energiesysteme, dann wandle ich sozusagen die elektrische Energie. Hier kommt elektrische Energie rein, die wandle ich dann in Megajoule um. Und hierfür brauchen wir auf jeden Fall zwei Tin Gears, Zahnräder. Hier brauchen wir 8 Tin, 8 Eisen, 8 Sticks. Ich meine Cobblestone. Ich hatte doch hier. Genau. Zinn haben wir 11. Wir brauchen aber. Ah, doch, reicht ja. Und ich glaube, wir brauchen auch noch genau 3, die wir jetzt übrig haben. Für oben, jupp. Brauchen wir ein Glas und einen Piston. Das haben wir beides. Inventar wieder voll. Aber ist ja egal. Glas. Man sieht auch, dass ich hier so mehrere Sachen immer gleichzeitig anfange. Wenn mir dann immer andere, bessere Sachen einfallen. So, Electrical Engine. Oh, oh. Den mache ich bitte platt, weil ich brauche Enderperlen. Platt machen. Angry Zombie. Der teleportiert sich halt ganz gerne mal, der Enderman, und kommt da von hinten an. Oder chillt einfach, weil er keinen Bock hat. Der stirbt doch. Hä? Ach, zwei? Scheiße. Ich verliere meine ganzen Level. Ich hab die Potatoes gerade auch nicht. Nein! Fuck! Ich hasse es. Jetzt habe ich die ganzen Level verloren. Ja, genau. Ich bin jetzt eine ganz andere Person. Brauche ich ja nicht weiter noch anklopfen. Ja, wir gehen auf jeden Fall so nochmal auf meine Tour. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass da zwei verschiedene sind. Dann habe ich beide angehauen. Und ich hatte keine volle Hungerleiste. Habe ich auch nicht dran gedacht. Andere kommt jetzt auch noch. Doof ist, er kann sich echt überall hin teleportieren, natürlich auch ins eigene Haus. Naja, haben wir jetzt 30 Level verloren. Ist mir egal. Electrical Engine. Da, da, da. Machen wir hier die Kabel überall, dann kann ich hier die Engine hinmachen. Oder ich mach die mal hier hin. Ich brauche auf jeden Fall Kupferkabel. Genau. Mach schon mal hier zwei hin. Extractor wollten wir ja machen und dafür wollte ich. Ah, Mist. Da war mir eingefallen, dass ich zwei machen kann, aber ich mache jetzt erstmal eins. Weil ich einen Extraktor ja wiederum brauche,
um später dann zwei auf einmal rauszukriegen. Tree-Tap, Maschinenblock, haben wir doch alles. Ja, ich hab's schon wieder vergessen, das Rezept. Super Tree-Tap. Stimmt. Ja, am besten nicht neben dem Generator, sonst kriegt er von beiden Strom. Ja, müsste aber auch mal noch ein Kabel, dann packt er da erstmal hier hin einfach. Zack, hat er Energie. Jetzt tun wir die Sticky Raisins da rein. Wo habe ich den jetzt schon wieder? Ah, habe ich im Inventar. Zack. Und werden die extrahiert. Hier geht dann die Energie runter. Relativ langsam. Aber der macht auch relativ langsam. Das kann man beschleunigen. Mit Overclockern. Aber dafür brauche ich erstmal ein paar andere Sachen vorher. Zum Beispiel hier ist dann so ein Rezept, wo man dann 2 rauskriegt, wenn man statt 10k Coolant Cells eine 60k Helium Coolant Cell verwendet. Oder eine NaK, ich glaube Natrium-Kalium Coolant Cell. Ja, das wird noch cool werden. Cool. Cool. Erstmal mache ich noch ein paar Kupferkabel. Wo ist mein Kupfer? Okay, ich muss mal kurz die Tür zumachen, wo der Hund raus war. Sugarcane auch mal anbauen. Ich weiß es gar nicht, ob man es auf Dreck anbauen kann. Oder nur auf Sand. Sand. Das haben wir doch mal hier gebrannt. War, glaube ich, alles verbrannt. Scheiße. Auf jeden Fall braucht Wasser, das weiß ich. Korn ist schon ein bisschen gewachsen. Nicht. Sah gerade so aus, war nur ein Grafikfehler. Dann packe ich hier mal Sugarcane hin. Habe ich wirklich keinen Dreck mehr. Ich hatte einen Stack mitgenommen. Ja. Ich hätte gerne ein etwas größeres Feld. Dann klaue ich mir jetzt einfach die hier kurz. Ich kann drüber laufen. Und was ist passiert? So. So. Boah, Hund, hat er mich erschrocken. Das ist eine Lieblingsbeschäftigung. Boah, halt doch den Hund. Einer der Lieblingsbeschäftigungen von unserem Hund, einfach aus dem Fenster gucken und Leute anbellen. Aber kann man ihm auch nicht vergönnen. Ist halt. Ja, was sollen sie halt sonst machen den ganzen Tag? Können halt kein Minecraft zocken. Und unserem Hund wird auch wirklich sehr schnell langweilig. Ha, funktioniert. Hier auch mal schon so ein kleines Feldchen. Jo. Ja, ist halt nicht so schön, aber reicht erstmal. Ich weiß auch noch gar nicht, ob wir hier bleiben. Wie gesagt.
ernte ich hier nochmal ein bisschen. Haben auf jeden Fall schon mal drei verschiedene, ja nicht Felder, aber ich weiß auch nicht, wie man es nennt. Erntestation. Ich mein's Ernte. Das ist von South Park. Wo ich echt nie South Park gucke. Ich glaube, für das nächste Mal überlege ich mir auch mal ein paar Themen, wo ich drüber reden kann. Und von mir ist auch sehr gerne in den Kommentaren drüber diskutieren kann. Ne? Hat man es gerade überhaupt verstanden mit dem Laster, der wieder vorbei fuhr? Also ich werde beim nächsten Mal wahrscheinlich Themen raussuchen und dann kann man das bei Bedarf auch in den Kommentaren noch kommentieren. Ist dann vielleicht was spannender noch. Dass ich einfach nur irgendwas erzähle, was mir gerade so einfällt. Was meistens nichts ist. Was sagt denn unser Extraktor? Und was sagt unsere Batterybox? Ja, die ist noch ganz gut. Ja. Die vier machen wir dann noch. Jo. Kupfer. Hat doch nicht mal ganz viel Kupfer. Geht alles so schnell. Weg. Wieder weg. Ach ja, Pulverizer. Wir brauchen erst Kupferkabel, dann muss ich erst Kupfer schmelzen. Dann müssen wir gleich eh wieder, also nachher eh wieder auf Minentour. Kupfer brauchen wir, viel Eisen brauchen wir wieder, Kohle brauchen wir. Gold können wir auch mitnehmen. Und natürlich Diamanten. Also am Anfang will ich jetzt erstmal halt diese Maschinen bauen und dann kann man sich, sag ich mal, größeren Projekten oder sowas zuwenden. Werde ich mir dann mal überlegen, was man da am besten macht. Moment. Ich bin schon wieder verwirrt. Ach, ich hab die Kupferkabel schon gemacht. Na, was wollte ich noch mit dem Kupferkabel? Ja, verlegen sowieso. Ja, genau. Das bist du der Electric. Wie heißt das nochmal? Electric Engine verlegen. Wrench. Und zack, zack, zack. Extraktor, Pulverizer. Ist jetzt doof, dass ich hier keine Maschine hinmachen kann. Ich könnte den auch da drauf machen. Ich glaube, ich mache das anders. Ich mache den einfach mal hier drauf. Dann mache ich das hier so. Verleg den Output von der Battery Box nach hier unten. Bau das ab. Mach das so. Und das Kabel müsste versteckt haben. Also ich könnte hier dann so kleine Half-Steps, ne, ich weiß nicht mal wie er das nennt, so Covers, genau, Covers könnte ich hier jetzt drüber legen, mach ich gleich mal. Ich muss jetzt nicht noch ein tiefer legen. Hier das Energie, dafür brauche ich glaube ich einen anderen Wrench, um die zu versetzen, weil das halt eine andere Mod ist, ich glaube Buildcraft. Das eine ist Industrial Craft, womit ich die Maschinen gerade mache immer. Dann brauchen wir den Wrench für Stone Gear, 3 Iron Anvils. Kriegen wir hin. Hab ich ihn da jetzt aufgenommen? Ach, Stein habe ich aufgenommen, glaube ich. Weiß nicht. Iron? Kein Iron mehr? Ich glaube, ich hatte hier also Iron.
So viel Kupfer wollte ich doch gar nicht machen. Glaube ich. Wie man das jetzt? So. Mist. Ach, vielleicht muss hier erst irgendwas dran sein. Ich pack mal den Pulverizer. Wo komme ich denn hin? Ach, ich pack den jetzt erstmal hier hin. Ha, genau. So sieht das. Jetzt ist aber dran sein. Dann brauche ich einen Schalter. Das Level jetzt nochmal. Ja. Hebel, genau. Wenn ich den dann umlege, geht das an, kriegt halt Energie. Zeigt auch hier an. Zwei und produziert dann 2 Megajoule pro Tick. Dann kriegt der hier Energie. Der hat einen Zwischenspeicher und führt dann auch 1 Megajoule. Und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel Eisen reinpacken und ein Eisenerz pulverisiert er dann zu 2 Eisendust. Aber ich lasse das erstmal außer diesen einen jetzt, weil ich halt wirklich Energie sparen will, dann wirklich nur das auch zermahlen will, was ich dann später brauche. Aber ich glaube, Eisen haben wir jetzt eh nicht mehr. Dann müssen wir halt eh machen. Nochmal das ganze Eisen zumindest. Also wir laufen im Moment auf Kohle, ist unser Energieträger. Ich könnte das hier jetzt mal wegreißen und woanders hinstellen alles. Das haben wir dann ja auch schon gemacht. Ich muss mal hier noch mal platschen. Oh fuck, hat mich das erschreckt. Kommt hier einfach reingekrabbelt, ich weiß nicht. Doof, ich muss auch mal das Haus dann weiterbauen. Ja, wie sieht das denn aus, wenn ich das hier hinpacke? Na, ich mach's doch lieber auf der anderen Seite. Noch nicht so ganz gefallen. So. Und dann mache ich das mal so. So ein bisschen kompakter. Jetzt habe ich die Truhe natürlich ein bisschen seltsam da angeordnet. Naja. So, da hier kein Output ist, können wir den Extraktor, glaube ich, hier hinpacken. Und kriegt Energie. Ach, na genau, dann brauche ich ja gar keine Covers draufpacken. Und dann kann ich jetzt hier keine Maschine drüber packen, natürlich. So, den mach ich mal aus. Hat der Energie zwischengespeichert. Ach, der gibt den direkt aus. Hier rein. Deswegen hat er. Also das rote, hier wo die Maschine dran geht, ist ein rotes Teil. Hier ist ein gelbes, ein blaues. Und das rote ist halt hier. Und der Iron Dust kommt hier rein. Und weil es halt der Output ist, wird es dann in das nächste hier reingepackt. Deswegen mache ich jetzt mal hier einfach weg. Bleibt da drin. Und ich habe eine Chance, ich glaube 5% oder so Nickel zu kriegen aus dem Eisen. Und wenn ich das Eisen halt schmelze, dann kriege ich halt Zeug. Dann kriege ich halt doppelt so viel Eisen raus insgesamt. Und deswegen will ich jetzt auch mal Electric Furnace machen.
weil das halt schneller geht. Und im Endeffekt braucht halt beides Kohle und Electric Furnace ist, glaube ich, auch noch effizienter. Dafür brauche ich wieder ein Surset. Ich würde auch gerne mal jetzt Elektrum machen. Was war das? Elektrum. Genau, da brauche ich. Lass mal ein bisschen hier wieder reinpacken, kurz. Ist auch ein Produkt. Fünf Eisen hätte ich jetzt erstmal gerne. So, sieht man, das geht auch mit dem Iron Duster. Gerne noch eine Kiste. Tin Chest. Gibt's das? Ich will jetzt nicht unsere Eisen dafür verschwenden. Ich meine, wie so eine große Kiste. Copper, Silber Chest gibt's. Kupfer haben wir. Brauchen wir auch. Können wir auch nicht dafür verwenden. Silber haben wir jetzt auch nicht so viel. Ich mach's trotzdem. Oh, das ist ein Upgrade von der Iron Chest. Dann nehme ich doch Kupfer. Nehme ich den jetzt Kupfer oder Eisen? Kupfer. Ne, Eisen. Eisen kriegen wir wieder mehr später. Ja, das Spiel kann schon ein bisschen süchtig machen. Iron Chest. Tue ich hier mal Zwischenprodukte rein. Brauche ich nur noch eine Chest für Tools. Und noch 5 Eisen brauchte ich noch. Dann machen wir noch einen Sursuit. 6 Kupferkabel, ein Refined Iron. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal 8 Eisen. Das ist bestimmt ein Fehler. Aber ich will die Kohle nicht verschwenden. Obwohl besser Kohle verschwinden als Eisen. Eins brauchen wir mehr. Ach ja. Erstmal noch ein Kupferkabel. Rubber? Wo ist das Rubber? Ach ja. Ah, Mist! Hier ist das Rubber. Vielleicht ist das. Okay.
dass er automatisch einen Waypoint macht, wenn man gestorben ist. Ich mach mal ein paar mehr. 18 Stück. Davon mache ich auch mal ein bisschen mehr. Schon unseren Electric Furnace. Zack. Even hotter Topic. So. Keine Energie mehr. Packen wir noch ein bisschen Kohle in den Generator. Dann geht die Sache wieder ab. Der Energie. Der ist fertig. Ach ne, das noch. Hat einen übrig. Ich glaube 400 brauche für einen. So. Dann kann ich das Eisen mal hier drin schmelzen. Das geht nämlich nochmal ein bisschen schneller. Was braucht man noch für eine Maschine? Wir haben Extraktor, wir haben Electric Furnace, wir haben Pulverizer. Eine Maschine fehlt da irgendwie. Vielleicht mache ich jetzt auch mal erstmal Schluss hier. Konzentration, die hakt wirklich schon ein bisschen. Das ist gar nicht mehr, weil ich machen wollte. Auf jeden Fall Jetpack will ich alsbald machen. Brauchen Advanced Suit. Ich glaube, das machen wir dann nächste Mal. Brauchen auch Glowstone. Glowstone kann man Pulver rein. Ich habe jetzt zwei Glowstone ertauscht. Oh, vier sogar. Können wir den mal pulverisieren? Ja, schon mal Glowstone. Das ist sehr gut. Brauchen wir nicht in der Nähe, aber sonst hätten wir erstmal Diamanten finden müssen, dann Obsidian abbauen müssen, dann daraus ein Nether-Tor bauen müssen und dann in Nether ist die Hölle Glowstone abbauen müssen. Gut, dass wir das ertauscht gekriegt haben. Das ist ein Grund, warum man am Anfang immer ein Dorf suchen sollte auch. Gucken wie ein Advanced Sersuit. Aber eigentlich müsste ich das in der nächsten Folge machen. Oder ich muss das wieder so schneiden. Ja, das mache ich jetzt. Weil das ist einfach. Glowstone, Redstone, Lapis. Und hier kriegen wir auch irgendwie wieder zwei raus, wenn ich Elektrum nehme. Genau, das war auch, was ich die ganze Zeit machen wollte, nämlich Elektrum. Dann muss ich erstmal Gold zerkleinern. Zack. Und Silber, genau. Silber zu kriegen. Kohle haben wir glaube ich bald auch nicht mehr. Aber noch ein Stack haben wir ja noch. Packe ich hier mal 16 rein. Nochmal 8 Gold, Dust,
schon der Goldbarren raus. Finde ich jetzt schon ganz cool hier mit den Maschinen. So, allerbasicste, was man überhaupt machen kann. Maschinen. So, Silber. 1600 Megajoule brauchen wir insgesamt für Silber noch. Ich werde nicht zu viel hier machen. Gleichzeitig verbrauche ich ja auch schon wieder. Mache ich mal 1400 voll. Ja. Was da eigentlich noch? Oh, ich bin doof. Ich brauche ja. Ich müsste das zusammen machen. Ansonsten brauche ich glaube ich einen Alloy-Smelter. Ja, Induction-Smelter geht. Silber, Gold. Ja. Brauche dann wieder Energie. Dann mache ich mir besser einen Hammer und Stößel. Iron Mortar. 5 Stone Bricks, dann brauchen wir 8 Steine, brauchen wir jetzt auch wieder Energie. Und 2 Refined Iron. Ferrous und Iron Nickel. Also in Var können wir dann also nur in diesem Alloy Smelter machen. Machen wir aber erstmal nicht. Ach, da hier ist alles noch drin. Ganze Kupfer. Ach, dieses Backpack sollte ich mal weg tun, dann brauche ich noch eine Kiste am besten. Kupferkiste mache ich mir diesmal. Hatten ja hier noch Kupfer. Dann fange ich mal hier die Tools rein, die ich gerade nicht brauche. Doof, dass die da unten sind. So. Stone Bricks. Fliegende Mortar jetzt nochmal. Ich glaube so. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Iron Mortar. Ah, so war das. So. Mach ich hier Gold wieder rein und dann habe ich wieder Dust. Okay. Brauche ich keinen Pulverizer für. Aber kriege ich dann auch nur einen raus mit Erz, ne? Nee, gar nichts. Kann ich nur das noch. Aber gut, dann kriegen wir jetzt hier endlich Elektrum. Das müssen wir dann wiederum aber brennen. Oh. Das ist ineffizient, wenn es voll ist und trotzdem weiter brennt. Ich mach kurz hier an, damit ich mehr Energie verbrauche. Bis das hier weg ist. Ja,
Elektrum braucht man nochmal so viel? Ja, für Schaltkreise. Also da würde ich auf jeden Fall Elektrum verwenden. Damit ich zwei rauskriege, weil sonst verschwende ich ja so viel Rohstoffe. Statt Glowstone ist das, glaube ich. Mal schauen. Mist. Geht das doch nicht mehr. Das wäre echt schade. Oder ich weiß, dass wir nicht mehr wieder gehen. Elektroplate, wo brauche ich das denn? So, für den Electric Crafting Table, Electric Translocator, Electric Sorter, Advanced Translocator, Advanced Buffer, Electric Type Sorter, also hier gibt es alles mögliche. Item Cleaner, Electric Buffer, Scrap Boxinator, Crop Harvester. Da seht ihr schon, was dann auf euch zukommen wird. Assembling Machine, Advanced Circuit Board, Basic Circuit Board. Interessant. Hatte ich auch noch nicht. Ich glaube, dann brauchte ich hier auch irgendwas anderes, kann das sein? Biene waren es, glaube ich, nicht. Schade. Dass ich nicht mehr weiß. Gucke ich alles nach für das nächste Mal. Ich mache es erstmal einfach ans so. Jetpack. Bedbox, brauche ich drei Batterien. Dafür brauche ich 12 Zinn, 3 Kupferkabel. Und so ist das halt, dann muss man erst ganz viele andere Sachen machen, bis man das nächste dann wieder machen kann. Ich das hier erst pulverisieren. Das kann ich dann auch, könnte ich theoretisch auch alles automatisieren mit Tubes, die es dann direkt hier rein verfrachtet und es direkt gebrannt wird und so. Das könnte ich später auch noch alles machen. Machen wir 12, glaube ich. Kann ich schon mal was anderes machen? Jetzt brauche ich 6 Stück. So, mehr brauche ich erstmal nicht. Ach, das mach ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so müde bin irgendwie. Da vorne ist geschlafen. Das Jetpack wollte ich eben noch machen. Da brauchte ich wohl doch noch mehr Zinn. Stimmt, 12, nicht 8. 6 hatte ich nur gemacht, komisch.
Yep, gerade eben geschafft. Sehr gut. Zinn brauche ich sowieso, kann ich das erstmal anlassen. Dann können wir wenigstens schon mal unsere Erze verdoppeln. Nächstes Mal muss ich dann noch eine Minentour machen, das Haus weiterbauen. Ich wollte uns erstmal das Haus weiterbauen auch. Haben wir jetzt das Birkenholz. So, und drei Batterien. Ein Kupferkabel braucht man, glaube ich, noch. Und Holz. Und dann haben wir die Bedbox. Glowstone waren irgendwie zwei. Irgendwas. Und dann haben wir gleich auch schon unser Jetpack. Ich hätte gern ein paar Overclocker, damit das schneller geht. Mal gucken, ob ich das so geschnitten kriege. Dass das Jetpack wieder eine neue Folge ist. Das ist auch so auch doof, wenn da so viel auf einmal passiert. Das nimmt dann ja auch irgendwie die Spannung halt raus. Lade ich das Jetpack auf. Ja, jetzt habe ich das Fertigstellen des Jetpacks gar nicht episch beschrieben, angekündigt. Mein Jetpack ist schon episch. Dün, 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 dün. 30.000 Energieeinheiten hält's. Ich mach's mal voll. Ich will aber doch dann direkt das Advanced Jetpack machen, weil es schneller ist. Carbonplatten. Advanced Lab Pack. Engine Booster. Glas Fieber. Wie heißt es auf Deutsch? Fieberglas. Glasfaser, genau. Glasfaserkabel. Advanced Thrust kriegen wir hin. Carbonplatten kriegen wir auch hin, müssen wir Kohle zermalmen. Was ist das denn? Firejet. Dann Glowstone haben wir, noch mehr Advanced Circuits, Overclocker, Advanced Heat Vents, Advanced Alloy, Mixed Metal Ingot. Ach, das ist ja auch anders jetzt hier. Platten, dann kann man direkt craften, das ist ja doof. Früher musste man die in Rolling in so einer Maschine plätten. Drei Ingots, da hätte man das nicht. Jetzt kann man das einfach craften? Das ist ja scheiße. Dafür braucht man eine Plate Bending Machine. Ja, ich zocke hier nämlich das Feed the Beast Ultimate Pack und nicht das normale Feed the Beast. Und das ist dann alles was anderes, aber finde ich gut, weil das andere mit der Rolling Machine, das war von einer ganz anderen Mod, das ist jetzt hier auch von Industrial Craft. Diese Plate Bending Machine braucht man dann. Und dieses Advanced Lab Pack braucht man nochmal Advanced Circuit. Lapotron Kristall, dafür braucht man Energy Kristall, dafür braucht man Diamanten. Mhm. Und dann braucht man noch ein Lab Pack. Dafür brauchen wir dazu die Blocks, noch Advanced Circuit, ein Backpack, 6 Batterien. Also das ist dann schon mal schwieriger, dieses andere Jetpack da. Ja, das ist voll. Müssen wir statt der Chestplate tragen. Jetzt können wir mit Leertaste fliegen. Hier gibt es auch irgendwie einen Hover-Mode irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie der war. Irgendeine Taste. Dann brauche ich noch Rubber Boots, damit ich keinen Fallschaden kriege, wenn ich hinfalle. Das ist doch geil. Das ist doch richtig geil, oder? Gut, gut. Dann mache ich hier wirklich erstmal eine Pause. Und ja, nächste Runde baue ich dann weiter an dem Haus.
Suche Diamanten. Das Korn wächst einfach nicht. Aber das hier wächst. Genau, suche Diamanten. Baue noch mehr Maschinen. Und versuche auch direkt mal das Advanced Jetpack zu machen. Aber dafür brauchen wir halt erst einen Diamanten. Ja. Und dann werde ich erstmal die ganzen Basismaschinen hier machen und dann werde ich weiter gucken und auch ein bisschen ästhetischer und sowas gestalten. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt auch bestimmt 2-3 Stunden aufgenommen. Tschüss.